Willkommen im nächsten Heroes-Part. Ja, machen wir gleich weiter. Orange Gammel da unten immer noch rum. Was hatte ich mit dir vor? Achso, Astral. Ja, du sollst noch ein paar Stats sammeln und dann... lass ich dich hier stehen. Genau, damit du morgen... Ach ja, hier wollte ich noch auf Kohle warten. Richtig. Und du... Ja, was mache ich mit dir? Ein paar Rohstoffe sammeln, I guess. Oh, Meister auf der Navigation. Ja, weil mit ihm will ich jetzt ein bisschen segeln. Das passt dann schon. So, Cuthbert. Was mache ich mit dir, Cuthbert? Ich weiß es nicht, ne? Was mache ich mit Cuthbert? Ich glaube, mit Cuthbert wird so der Truppenversorgungshansel. So könnten wir das handhaben. Ach so, heute ist Tag 7, warte mal. Haha, warte. Drachenfell, oh, da fehlen 11 Steine. Tja. Krieg ich 11 Steine gestemmt? Ja, irgendwie. So, jetzt haben wir auch Drachen. Gut. Nervt ein bisschen da unten gerade, ne? Warte mal, wo ist denn der? Im oberen oder im unteren Teil vom Underground? Im oberen Teil. Nichtsdestotrotz. Wow. Teuer. Okay, wir machen was. Wem schicke ich dem da runter? Töpfe. Erstmal Christian Richtung See. So. Warte. Eins am anderen. Kommst wieder zurück. So, dann habe ich ja eigentlich nur noch dich, ne? Du hast auch das Equipment. Das heißt, Cuthbert. Oh, ich habe noch keine Erzengel. Ja, dann muss ich irgendwann wieder die Erzengel zurückholen und den ganzen Scheißdreck. Nee, machen wir so. Machen wir so. Die Jungs. Scheiße, ein bisschen Gold. So. Ich habe doch keinen Übungsplatz. Upsi. So. So. Und so. Ja. Und dann Astral. Astral schicken wir runter. Ja, ich will eigentlich mit Hochmilch. Aber nee. Ich muss runter. Die Schätze saven sozusagen. Ja, nix in der Hand und hier alles abstauben wollen, ja. Das sind mir die Liebsten. Cuthbert hat von oben gestartet. Den kann ich ja dann auch runterschicken. Nicht mehr. Ja, jetzt haut er wieder ab, ne? Der Gauner. Das ist aber nicht schlimm. Ich hole mir alles hier nach und nach. Und dann kriege ich dich irgendwann. Ja. Die Erfahrung hier nehmen wir natürlich mit von den Augen. Alter, ich kann alle Stufe 5 Dinger zaubern. Alter. Also auch Implosion. Die kostet aber 30 Mana, hebe ich mir auf. Eile. Putz. Alter. Geht ab.
kriegen wir dich endlich mal auf den... auf See, ne? Ja, ich hoffe doch. Weiß, was für gute Dinge ich hier lerne, mit dem, wenn ich hier die Magier-Gilde ausbaue. Da fehlt noch ein bisschen was. Die sind super schnell, ne? Wie schnell sind denn die? 12 Geschwindigkeit. Momentan nur Geld für Ei. Oh Gott. Geld! Nein. Aber ich habe noch nichts verdammt. Ja, okay. Ja. Dass du wenigstens etwas Angriff hast. Ah, das ja, bin ich ja nicht so der Fan von, aber okay. Ja, eigentlich schon. Ein weiterer Titan. Her damit. Ja, so viel Truppen, aber so wenig Geld. Oh. So, Christian, dein Moment. Ist gekommen. Da, guck mal, da liegen schon die ersten Bodenschätze. Wasserschätze. Alter, kann der weit segeln? Ich werde verrückt. Meisterhaftes Segeln ist gut. Aber nur, wenn du es auch tatsächlich fürs Segeln brauchst. Sonst ist es scheiße. Da unten liegt noch ein Tausender. Gerne. So. Richtung Zwerge. Weil Gold. Da liegt was. Gucke mal. Ein bisschen was. Oh, noch ein bisschen was. Aha. Was ist denn hier los? Okay. Nichts. Ach, schade. Auch nichts. Frechheit. Mit dem Mädel war ich jetzt eigentlich auch noch nicht unten, ne? Mal hoch, nimmst du nur die mit, weil die haben 12 Geschwindigkeit. Bin ich ratzifatzi am anderen Ende der Welt. Magiergilde Stufe 2. Ja komm, ich fang mal an, das Ding hier hochzuziehen. Blitzstrahl gut. Leider. Zertrümmern ist auch gut. Leider kein Blenden. Ach Mann. Das wäre so wichtig gewesen. Mit Blenden hier mal rumzuhalten. So, wer ist denn von euch die langsamste?
Kackzwerge. Oh. Ja, ich habe mir den Grundbesitz überlegt, aber ich will ihn ja zum Kämpfer machen und nicht zum... Ach, so schließt sich der Kreis. Ah, ich verstehe. Ah. Habe ich jetzt nämlich mit dir vor, hier unten mal aufzuräumen. So. Nein. Luftmagie. Gefällt mir nicht. So, ah, du kriegst Wissen, sehr gut. Dann hast du Dingens? Du hast einfache Weisheit, das heißt Stufe 3 Spells. Wären auch nicht verkehrt. So, was gibt's? Kraftfelder, Untote vernichten. Ja, wir kämpfen leider gegen keine Untoten. Unglück, okay. Und Freude. Ja, Stufe 3 sind immer so die, ich weiß nicht, was ich machen soll, Spells. Die sind irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen nutzlos. Aber okay. Ja, mach dich mal nützlich und sammle noch ein paar Fernschützen so lang. Gut. Alter, 5000 kostet das Scheißding hier. Bleh. Brems doch ab, Kerl. So, jetzt regnet hier endlich mal wieder ein bisschen Kohle. Christian, weiter geht's. Mano. Gut. Was ist das denn? Eine Boje. Eure Männer entdecken eine Navigationsboje, die bestätigt, dass ihr auf dem richtigen Kurs seid und dadurch die Moral eurer Truppen. Okay. Hier ist dann schon der andere Kontinent. Klar, irgendwann muss er ja mal kommen. Town Portal wäre geil. Yes! Yes! Stadtportal! Oh, Blitzstrahlsalve ist auch gut. Yes! Ah, kann ich mich immer schön zurückbeamen, wenn ich es brauche. Geil! Das freut mich. Sind schon nicht schlecht. Ah, das
ist halt der Nachteil beim Kurzkampf, ne? Da oben liegt noch... Oh, da oben liegt noch... Da liegt noch einiges. Aber ich bin jetzt gerade hier unten. Oh, warte. Ich glaube, da muss ich kurz intervenieren. Was habt ihr für eine Geschwindigkeit? Eine 7er. So, 6 und 7. Ich habe keine Mana mehr. Dann wird's blöd. Autsch. Ja, hier habe ich Titanen mit bei und Magier und alles. Sollte es keine Verluste geben. Jo. Oh, ich gönne mir auch mal ein bisschen Erfahrung. Magieresistenz um 10%. Dafür gebe ich aber keine 3000. Nein, brauch keine Magieresi. 3000. Das ist ja noch ganz gebacken. Oh. Was ist das denn? Kampfgeschwindigkeit um 1. Alle eurer Truppen. Goll. Immun gegen Berserk, es wird in der Kampagne wird eh nie Berserk gezaubert. Habe ich noch nie, noch nicht einmal erlebt, dass der Gegner Berserk zaubert. Schön, das Treibgut aufsammeln. So. Zieh die Steine. Alter. Ich brennt echt der Hut, kann das sein? Komm, dann holen wir für morgen noch mal die Jungs mit. 10 Edelsteine, Alter. Pff. Ach, hier hätten wir auch eine Schiffwerft bauen können. Egal. Macht hier eigentlich ein Pferd. So, neue Woche. Pikniermonat. Beschissener wäre es jetzt nicht gegangen, oder? Oh. Wissen und Zauberkraft plus 4. Oh. Papierhexen. Autsch. So, die bringen wir nach Hause. Oh. Nee, gegen Wasserwesen möchte ich nicht kämpfen. Alter Holz! Und Gold. Okay. Oh, Logistik. Oh. Logistik verbessert. Ja. Sehr schön.
Warum okay, ich muss aufhören mit dem Kurzkampf. Das ist ja schlimm. Taktik. Gut. Taktik ist gut. Sehr gut. So, plus 5 Fernschützen. Jupp. Machen wir. Ja, bei denen ist mir's egal. Wie viel seid ihr? Ein Haufen. Lass mich raten, die Steinspeier fliegen doch wieder gnadenlos und dumm nach vorne, ne? Jo. Statt dass sie das richtig mal taktisch ausspielen würden. 9. So, guck mal hier. Die Titanen, die machen das schon. Alles gut. Seht da. Hier überall Pikiniere rum, ist ja ekelhaft. Alter, da habe ich viele Bogenschützen. Junge. Hatte ich noch nicht, oder? Geld! Oh, da ist eine Goldmine. Hä, wie kann die Goldmine jemandem gehören, wenn die noch bewacht wird? Ihr habt den Überlebenden eines Schiffbruchs vor dem sicheren Tod im kalten Ozean bewahrt. Aus Dankbarkeit belohnt er euch mit dem Artefakt Vogel der Beobachtung. Das nächste Mal lass dich ja saufen. Ring der Vitalität ist schon besser. Lass dich echt ersaufen. Aussichtsturm braucht man nicht, ich sehe weit genug. Ich könnte die Magiergilde auf 5. Aber brauche ich eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Schatzkammer ist gut. Schatzkammer ist wichtig. Schatzkammer bringt 10% Zinsen auf die nächste Woche vom aktuellen Gold. Sagte er und ballerte Erzengel raus. Geil. Erzis. Endlich. Now we're talking. Mal die Hüte. Ich will eh keinen Mana, oder? Wie viel Mana habe ich? Ich habe 2 ganze Mana. Gibt es hier auch Kämpfe ohne Fernschütze? Seid doch. Alter, gibt es hier guten Stuff. Shit! Hier haben wir eine Stadt vom Feind. Hallöchen, eine unbewachte. Na, immer rein da. Die ist ja nackt. Aber die bringt 2000 pro Tag. Und Kriegskunstakademie. Taktik. Ah, geht doch. So, also eigentlich nur ein großes Rohstofflager, das Ding. Okay. Mal zurück. Hm,
wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Ist hier eine Magiergilde? Ja, hier ist eine. Wenn ich mal einen Tag hier stehen bleibe, damit du Mana regenerieren kannst. Aber nett, ne? Nee, aber nett. Mit Jenova, die pimmelt hier eh nur rum. Könnten wir eigentlich auch zur See fahren. Nehme ich mir die 5 Drachen noch mit? Dass ich stark bin auf See. Ja, nehme ich noch mit. Dann kann sie da immer so schön die Inselchen abklappern. Oh. Oh. Nur noch Nieten. Alter, kommst nicht mehr hinterher, ne? So. Hoch mit euch. Töpfe. Was war mit dir? Ja, mit dir bleibe ich stehen, ne? Ja. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Okay. Nein. Das hol ich mir. Vergiss es. Und die Erfahrung nehme ich auch noch mit. Ich muss mich da nachher eh rauskaufen aus dem Kopf. Ich habe hier eh keine Mana-Punkte. Au, au, au! Oh. Knüppelt gut rein, der Junge. Nee. Das überlasse ich dir nicht. Gold. 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 Ich kann damit über Wasser gehen? Alter, her damit. Dann nehmen wir noch mit, was geht, Alter. Was geht ab? Au, au. Aber ich hab ja 15 Verteidigung. Jetzt würde das hier ein bisschen anders ausgehen. Krasse Kiste. Ich komme da nicht mehr ran. Es fehlt noch etwas. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Na, machen wir so. Also der wird mich angreifen. Von daher wird gebunkert jetzt. Ich muss so viel killen wie geht bei ihm. Leider habe ich keine Mana. Das ärgert mich. Hätte ich Mana, würde das ganz anders aussehen. Ach, Shittibus. Was brauche ich denn jetzt am ehesten? Ja, ist egal, wo ich anfange. Du hast da jetzt Mana für benutzt für den Kampf. Dein Ernst? Ja, jedes Mal geht's Mana runter. Ich werd bekloppt. Leer. Ah, da ist Geld drin. Bevor ich's vergesse, Kurzkampf ausstellen.
Was? Ja, okay. Jetzt gilt's. Boah, das pack ich nicht. Oder? Bye. Okay, das kannst du noch einmal machen, danach ist Ruhe. Au. Au. Ja. Nein. Dreck. Greife ich an, greife ich nicht an. Es würde auf jeden Fall einer sterben. Nein. Ja, er ist natürlich... Alter, deine Scheißmoral rettet ja sowas von den Arsch, du Pimmel. Oh Mann. Ist das nervig. Nee, kannst vergessen. Pack ich nicht. So, kurz, ja. Alter. Hau weg die Scheiße. Okay, erste Station. Hier gab es ja ein paar Sachen. Okay, weit kommst du ja nicht, ne? Sieht man mal wieder, was Navigation ausmacht. Auf dem Meer. Okay. So. Also, mir ist der Dings hier gestorben, der Astral. Den holen wir natürlich zurück. Logischerweise bei den Menschen. Klatschen dir noch ein paar Erzengel rein. Alter. Fernschützen. Klosterfrau Melissengeist. Du hast meisterhafte Weisheit. Ist gut. Aber nur 4 Mana. Ich lasse dich mal noch einen Tag hier stehen. Ein Leuchtturm wäre geil. Ein Haufen helle Bahnen.
Weil mit dem Leuchtturm verbessert sich für jede deiner Einheiten auf Wasser, also sprich im Schiffverkehr, die Geschwindigkeit, die Bewegungsgeschwindigkeit. Das wäre gut. Das könnte ich jetzt echt gebrauchen. Aber komme ich ja nicht hin, ne? Sagen wir es mal so. Den nehme ich noch mit. Nehme ich Greifen mit. Ja, ich nehme ein paar Greifen mit. So, und dann machen wir zwei Stacks draus. Und dann passt es. Ab geht's. Und gleich kämpfen. Mhm. Ich habe genug Bogenschützen. Komm her. Jawohl. Alter. Das sind Golems. Warte mal, im schlimmsten Fall 10, 13 mal 10 sind 130. Aber es sterben ja noch ein paar. Ja. Genau. Oh, sehr schön. So, dann haben wir einmal die große Runde gedreht mit Christian. Ich muss zugeben, ohne meisterhafte Navigation wäre das vielleicht doch etwas umständlicher gewesen. Es war okay, ausnahmsweise mal. Es war okay. So. Achso, da waren wir überall schon. Ja, ja, ja. Hups, mein Fehler. Goodie. Du haust effektiv von mir ab, ne? Ja, ja, klar. Was ist das denn? Halsband. Erhöht die Bewegungsrate an See. Also kann sie jetzt tatsächlich auch echt mal gebrauchen, ne? So ist es ja nicht. Auf plus 1. Schön weiter aufdecken, Christian. Vielleicht gibt es ja noch was Feines. So, eine neue Woche. Zwei neue Engel. Und ich nehme mal die Campen mit. Und ein bisschen Kugelfang. So. Passt. Passt, passt, passt. Dann. Weiß noch gar nicht, oder wie? So, ich habe kein Gold. Jetzt. Machen wir hier noch ein paar Augen weg. Nice. 1300 Erfahrung. Immerhin, ne?
Beiden mit. Das ist halt immer blöd, ne? Sobald du in Rot einsteigst, sind alle restlichen Bewegungspunkte fort. So, dann kriegen wir bei dir vielleicht auch noch ein paar Level hoch. Vielleicht eine Erdmagie, hallo? Magie geht immer. Ja, habe ich 2 6 Erzengel, hallo. Easy. Trauen wir jetzt nicht rum. Gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Beim nächsten Mal geht's weiter. Euer Sluxy. Ciao.